Judendach, hier wieder euer Sterni mit der Runde Assassin's Creed Unity. Heute wir gucken neue Sequenzen an. Hatten wir letzte Let's Play, hatten wir die dicke Bug drin, wo wir sind durch die Boden gefallen und so. Jetzt wir gucken, wie gesagt, Geschichte weiter. Dazu müssen wir gehen da. Gatte, und dann guckst du, wo ist die? Oh, ist da oben. Machen wir Schnellreise dahin. So, genug Scheiße gelabert, weiter geht's hier im Spiel und ja, der Bug im letzten Teil war ja doch ganz interessant, so einmal durch den Boden fallen und dann in der Kanalisation von Paris rumrennen. Vielleicht war das sogar ein Teil von dem Spiel, den wir nie wirklich sehen werden, aber naja, öfter mal was Neues. Das war jetzt auch das erste Mal, dass ich so einen Bug hatte, muss ich ehrlich gestehen. Also die ganze Zeit, diese Let's Plays und so, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ich jetzt schon dran bin an dem Spiel. Aber diesen Bug hatte ich wirklich jetzt das allererste Mal, dass ich durch so eine Wand gefallen bin, beziehungsweise überhaupt durch den Boden auch. Naja, passiert. Ich bin ja mal gespannt, wann der nächste Patch kommt. Und ich warte auch noch nach wie vor immer noch auf DirectX 11 Tessellation. Also das ist ja noch nicht drin. Und dann bin ich mal gespannt. Ich werde auch mal jetzt googeln, ob man nicht irgendwie was gegen dieses Aufploppen machen kann. Da gibt es bestimmt das ein oder andere Mod-Ding. Und dann haben wir das Ganze vielleicht noch ein bisschen schöner. So, hier. Ein Treffen mit Mirabeau. Ein Treffen mit Mirabeau. So, ja. Wo müssen wir jetzt hin? Sprechen. Oui, Monsieur, Momento, ich komme. Kriegst du auf die Fresse. Monsieur Mirabeau? Huch, was passiert? Psst. Elise? Elise, was soll das? Ich habe ihn so gefunden. Ich war es nicht. Natürlich nicht. Aber ich muss umgehend den Rat informieren. Sie können helfen. Nein! Die trauen mir ja eh nicht. Sie würden mich verdächtigen, und zwar sofort. Du hast recht. Natürlich hast du recht. Und was tun wir dann? Wir finden raus, was passiert ist. Wir finden also raus, was passiert ist. Okay. Der ist tot. Bewegt sich nicht. Augen sind geschlossen. Er wurde vergiftet? Ah. Was ist das? Die Waffe, durch die dein Vater starb. Das ist ein Templer-Rangabzeichen. Wie kommt das hierher? Es erzählt Lügen. Da hinten das Buch leuchtet. Sieht aus, als hätte er Besuch erwartet. Wen? Meister Kemar. Aber die Tür müssen wir auch durchsuchen, untersuchen. Die Tür wurde nicht aufgebrochen. Also wurde der Mörder erwartet. Ein Gast vielleicht? Oder ein Diener? Vergiftet. Lass mich mal sehen.
Akonit. Schwer nachzuweisen, wenn man nicht weiß, wonach man sucht. Beliebt bei den Templern, ja? Bei jedem, der mit einem Mord davonkommen will. Aber ja. Wir haben den... Wir dürfen sie beschuldigen. Wie geil ist das denn? Nein, das machen wir mal nicht, oder? Wir gehen da unten hin. Wir beschuldigen sie nicht. Das lassen wir mal sein. Wir sind doch verknallt. Nur weil wir jetzt Assassine sind. Müssen wir sie nicht gleich verdächtigen. Huch. Du Dieb. So. Gehen wir lieber hier hin. Also wir beschuldigen sie, wie gesagt, nicht. Keine Ahnung, ob das Einfluss auf die Geschichte nimmt. Aber ich fände das jetzt ziemlich unfair, nur weil sie da steht. Obwohl, sie hat eben so ein bisschen komisch geguckt, ne? Also ich meine, kann natürlich auch einfach die Grafik hier in dem Spiel sein. Dass das halt so komisch rüberkam. Ah, hier, hallo, meine Freund. Willst du kaufen, was fair? Ach nee, verkaufen heißt das, oder? Na, egal. So. Meister, ich habe Nachrichten. Kollege tot. Meister. Ah, Monsieur Dorian. Kann ich für euch tun? Mirabeau ist tot. Tot? Ermordet. Ich wusste, dieser Waffenstillstand endet nicht gut. Ich muss den Rest des Rates einberufen, um das zu besprechen. Elise hatte nichts damit zu tun. Dafür bürge ich mit meinem Leben. Der weiß das doch gar nicht. Gib mir etwas mehr Zeit. Ich finde den Mörder. Also gut. Ich gebe euch Zeit bis morgen früh. Nicht später. Mirabeau wurde vergiftet. Mit Akonit. Vergiftet? Muss ich betonen, dass dieses spezielle Mittel der Favorit der Templer ist? Müsst ihr nicht. Wo könnte man Akonit in so hoher Konzentration bekommen? Jeder Arzt kann es in verdünnter Form verschreiben. Ich nehme selbst eine Akonit-Tinktur für mein Herz. Es ist natürlich streng reglementiert, aber ich kenne einen Apotheker in Le Marais, der gern über solche gesetzliche Kleinigkeiten hinwegsieht. Danke. Ja, dann werden wir mal zu dem Typen hingehen, oder? Oder wie, oder was? Wieso kann man hier eigentlich nicht hüpfen, Mann? Alles in Ordnung, mein Freund? Mit der Tür sprechen, das finde ich gut. Endlich mal Story mit der Tür sprechen. Na, du Holzkopf. Ich mag ja das Laden. Oh. Finish him. Alter, du bist so wie du hier rumspringst, der behinderte Assassine auf der ganzen Welt. Ey, meine Güte. So macht man das. Letzte People in Ruhe. Wenn ihr einer schubst, dann bin ich das. Verdammte Tag. Was? Parfüm für Mord? Oh Mann, ey. Auf die Fresse. Oh, geil. Noch 90 Meter. Noch 70. Noch 60. 50.
dachte, du könntest jetzt gebrauchen. Ach, das ist auf der anderen Seite. Ich denke, einen Apotheker schaffe ich wohl noch. Na, wer weiß. Ey, die war eben nicht dabei, hallo? Ich frage mich, ob ihr... Nicht schon wieder. Gut gemacht. Wartet. Verdammt, kommt wieder zurück. Langsamer. Wartet. Wie geil ist er denn, ey? Tut mir nichts. Lasst mich in Frieden. Tolles Ablenkungsmanöver, Kollege. Aber schnell ist er. Ich habe nur ein paar Fragen. Okay, wie hat er das jetzt gemacht? Ah. Ja, Mann, will ich ja. Aber ist gar nicht mehr so einfach. Ja, klar, bleib hängen. Bin ich jetzt blöd? Wo ist denn der? Da hinten, scheiße. Alter, bleib doch nicht hängen. Langsamer! Wartet! Wo ist aber auch Zeit? Oh, ich habe gerade ganz vergessen, die Sachen da zu machen. Objekte überrennen, unterqueren, bla blub. Nee, egal. Ich habe es keinem erzählt. Genau wie ihr wolltet. Wovon redet ihr denn da? Ihr gehört doch zu diesem anderen, oder? Dem mit der Kapuze. Erzählt mir von diesem anderen. Wer ist er? Ich weiß es nicht. Ich sah nie sein Gesicht. Ja! Er drohte mich zu töten, wenn ich ihm das Gift nicht gebe. Ich stellte keine Fragen. Ich habe nur eine kleine Menge auf Lager. Er hat alles genommen und mir gesagt, wo die zweite Dosis hin soll. Zweite Dosis? Hier! Mehr weiß ich nicht. Ich schwöre es! Da. Verschwindet. Seht es als wunderbare Geschichte, um einst eure Enkel zu erschrecken. Nun? Du hattest recht. Er gab unserem mysteriösen Mörder das Gift. Und er sagte, der Mörder trug eine Kutte. Genau wie ich. Tja, in jeder Geschichte gibt es Licht und Schatten. Wenn wir von innen verraten wurden. Erklärt das, warum man es mir anhängen wollte. Hier. Was war das denn? Der Apotheker seine Wie geil. Worauf warten wir noch? Ja, so. Also das war dann halt die Sequenz 7, Episode 2. Und, ja. Ich denke mal, wir machen dann hier Ende und sehen uns im nächsten Teil wohl. Ciao.